Seelenschnittchen, ihr seht gerade Rockstar, wie er am Zocken ist. Wir nerven ihn wahrscheinlich gar nicht gerade dabei. Wir spielen, er spielt Fable Legends, eines der, ja doch schon größeren Titel von Microsoft oder von der Xbox. Es sieht Fable-typisch wieder unfassbar geil aus, finde ich. Ich mag diese Comic-Fantasy-Grafik. Bram, hast du die Vorgänger gespielt? Habe ich tatsächlich, aber ich habe immer wieder aufgehört in einer Zeit, weil mir die Spiele zu groß sind. Weil du brauchst ja 6000 Stunden, bis du alles gemacht hast. Und das sind irgendwie, da bin ich rausgewachsen irgendwie, persönlich. Aber ich fand es halt geil, weil du kannst auch dann heiraten und dann schießt mich tot und was nicht alles. Und jetzt bei Fable Legends, ich weiß doch gar nicht, worum es geht, irgendwie um Fairy Tales, also Fabelwesen. Wie man da sieht, so ein paar Elfen oder so. Storytechnisch gesehen weiß ich aber gar nicht, was man jetzt hier in dieser Kurzaufführung sieht. Der gute Rockstar mit R's macht, ist halt quasi Kampf hauptsächlich. Ja. Also weniger Story. Ja, ich habe die Vorgänger gar nicht gespielt. Es ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Und irgendwann ist es dann halt auch einfach mir zu spät gewesen, dass ich es dann nochmal zocke. So Jahre nach dem Release. Wenn ich nicht, dass für mich so ein Klassiker ist, weil ich es halt schon vorher gespielt habe und deswegen... Dann hat man auch keinen Bock mehr drauf. Ich meine, ja, Jahre danach wirst du halt nicht mal anfangen. Wer es aber komplett sehen will, kann natürlich beim lieben Gronkh mal reingucken. Ich glaube, der hat Fable 3 komplett Let's Played mit 600 Folgen oder so. Krasser Scheiß. Ja, aber Fable Legends könnte ich mir gut vorstellen, mir das auf jeden Fall mal reinzuziehen, weil es sieht halt ganz cool aus. Persönlich, also man sieht halt ehrlich gesagt nur was vom Kampf. Aber ich kann mal davon ausgehen, dass der... Warum sollte jetzt der Nachfolger so viel schlechter sein als die Vorgänger? Das gehe ich mal... Da gehe ich einfach mal nicht von aus. Nee, ich auch nicht. Und ich muss niesen. Gesundheit, lieber Brammen. Der hat sich jetzt gerade weggedreht. Was ist denn das da für ein... Alter, das war ein, ist das ein Korb? Ja. Ah, nice. Das ist interessant. Ah, hast du denn der PK nicht mitbekommen, Korb? Ja, habe ich schon wieder vercheckt wahrscheinlich. Eher verarbeitet. Nicht verarbeitet. Verdrängt. So. Ist halt, finde ich, eine ganz coole Sache. Auf jeden Fall auch eine Neuerung in dem Bereich. Ich frage mich ja, ob man aber im Korb dann quasi nur kämpfen wird oder ob man auch die Möglichkeit hat, die Story quasi Korb zu erleben. Wäre natürlich krass, wenn man die ganze Story da zusammen machen kann. Kann vielleicht sich gegenseitig heiraten. Wäre ganz witzig. Das wäre geil, ja, auf jeden Fall. Wenn nicht, dann macht ihr das bitte bei Fable 5 oder 4 oder wie auch immer. Ich finde es halt cool. Ich finde, es sieht halt schon sehr gut aus, auf jeden Fall. Läuft sehr flüssig, aber wie wir alle wissen, da steht zwar eine Xbox da, aber die ist wahrscheinlich mal wieder nicht angeschlossen, sondern dahinter steht ein PC, ist nämlich meistens so auf solchen Konferenzen. Zu erkennen meistens daran, dass der Controller per Kabel angeschlossen ist. Oh, sehr tricky, Bram. Aber jetzt pass mal auf. Du siehst ja da die Avermedia rechts liegen. Das Kabel geht in die PlayStation. In die PlayStation, sag ich schon, in die Xbox. Oh, dann kommt es wahrscheinlich sogar wirklich von der Xbox. Oh, snap. Ja, aber stört mich ja nicht. Es sieht halt wirklich gut aus. Wenn das die Xbox-Grafik ist, dann Touché, dann ist doch geil. Es läuft flüssig, es sieht nach 60 FPS, wobei, ne, stimmt gar nicht. Sieht irgendwie nach 40 FPS aus, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, reicht trotzdem. Ja. Ist in Ordnung. Ja, Leute, wie gesagt, also ich würde es mir auf jeden Fall reinziehen. Erstmal, also ich warte Tests ab und dann, wenn die gut sind, dann würde ich auf jeden Fall zuschlagen. Ja, also wir gucken uns das auf jeden Fall noch an. Wie gesagt, alle Spiele, die wir hier halt auf der E3 haben, können wir leider ja immer nur so ein bisschen anreißen, weil man ja nur die Möglichkeit hat, im Zweifel mal irgendwie 2-3 Minuten oder 4 Minuten zu spielen. Das ist natürlich was anderes, als wenn man mal allein schon eine halbe Stunde spielt. Aber guck mal, der gute Rockstar hier, erstmal den ersten Kampf im Wald geschafft. Im Gegensatz zu allen anderen, die wir vorher abgefilmt haben, ist er noch keinmal gestorben. Stimmt, ja, aber der stand auch immer sehr weit hinten. Der ist halt so eine Pussy, so wie Hardy. Red mal vor, ihr anderen. Ein echter Profi. Genau. Ein echter Profi. Ja, und wir sind auch Profis. Verlassen euch. Bis zum nächsten Video. Tschüss.